Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier in Wiel. Wir sind live, ihr seht, wir haben ein Zwei-Kamera-Setup. Das ist heute unser Testlauf für diesen Setup, also entschuldigt, falls es irgendwelche Unannehmlichkeiten geben sollte. Der FC Wiel empfängt den FC Schlieren. Und es ist ein Tabellenmittelfeldduell, wie man es kennt. Schlieren auf dem 5. Rang mit 6 Punkten, Wiel auf dem 6. Rang mit 4 Punkten. Gespielt sind 3 Spieltage. Wiel ist Aufsteiger. Schlieren hat sich 2-3 Wochen vor Ende der Liga noch halten können in der Nationalliga B. Sogar den Abstieg gänzlich unmöglich gemacht für den letzten Spieltag. Kommen wir zu den Aufstellungen beider Teams. Der FC Schlieren spielt heute mit Danina Eigenmann im Tor. Sie ist auch Captain. Dann Celine Bügler mit der 12, Alice Icevono, Selina Hodl mit der 3, Vono hat die 18 und mit der 20 Lea Gechter in der Abwehr. Im Mittelfeld sehen wir Celine Bradke und Nina Suter, 21 und 14. Dann mit der Nummer 6. Offensive Mittelfeldspielerin Alicia Raffino. Und dann im Sturm sehen wir mit der 13 Gilisa Studer, mit der 17 Sanja Mijovic, drittbeste Torschützin der Nationalliga B bislang. Und mit der 10 Melissa Demirajak. Das Heimteam heute mit eine andere Aufstellung. Marina Sprecher ist im Tor. Gleich komme ich dazu. Zunächst aber Bradke. Sehr, sehr gefährlich. Bradke kann den Ball da nicht rauslaufen lassen. Und dann wird es richtig heikel. Hier, Bradke lässt den Ball nicht richtig rauslaufen. Und dann wird es heikel. Also, wir wollten zum Heimteam kommen, machen wir das jetzt. Das Heimteam heute mit Selina Steinmann mit der Nummer 3, Gaia Di Gaetano mit der Nummer 4, die Nummer 7, das ist Lina Wittmann mit der 13, spielt Jasmin Frick, die Nummer 16, sie gehört Alana O'Neill. Champions League-Spielerin und ehemals Benfica-Spielerin, war bei Lugano. Fabienne Humm mit der Nummer 18, Nadine Scherer mit der Nummer 19, Elli Graf mit der 20 im Tor, wie schon besprochen, mit der 22 Marina Sprecher und mit der Nummer 24 haben wir Fabienne Lemmler und zum Schluss die 25 Carla Martin. Auf der Bank bei Wiel heute Sarah Kaufmann mit der Nummer 9, Nadine Kuhn mit der Nummer 10. Viktoria Gerner hat die 12, Corinna Hollenstein mit der 15, Stefanie Buschta mit der 21 und Marcia Bischofsberger mit der Nummer 27. Trainer sind Florian Hollenstein, Evandro De Vezza und natürlich Marina Sprecher. Bei Schlieren sehen wir auf der Bank mit der Nummer 1 Madeleine Hau, mit der Nummer 4 Emma Crawford, mit der Nummer 8 Antje Notta, die Nummer 15 Sophia Dietrich und die 24 Luana Rucchieri. Oh, sehr schön von Bradke sich da in den Schuss geworfen. Celine Bradke, da wurde es nämlich noch kurz gefährlich. Fabienne Lemmler mit der Flanke, die dann Bradke trifft. Ja.
Ecke kommt und dann die Fäuste und dann im Nachfassen noch geklärt von Schlieren. Aber Schiedsrichter gibt Freistoß. Große Chance, aber hier geklärt. Hier der Replay. Noch aus einem anderen Winkel. O'Neill macht das gut, aber dann auch die Schliererinnen souverän, wie wir hier sehen. Bradke will ihrem Team etwas Luft verschaffen. Aber sie verlieren den Ball. Bradke und Raffino, beide kommen von St. Gallen. Oh, schön die Spielverlagerung. Und dann aber Marina Sprecher ohne Probleme. Sprecher hat den Ball ohne Probleme. Hier nochmals, der Ball kommt und Sprecher ohne Probleme. Gerne Michelle, gern geschehen mit dem Livestream, kurz hier mit dem Chat kommuniziert. So, langsam habe ich alle Einstellungen, glaube ich, zusammen, dass das gut kommt. Graf, sehr wirblich, Elli Graf, sicherlich mit ein Grund, weshalb Wiel aufsteigen konnte. Sie hat das Team gut verstärkt.
in den ersten Minuten. Wiel versucht viel Druck aufzusetzen. Schlieren hat noch etwas Mühe damit. Vor allem die schnelle Lemmler. Warum Alana O'Neill im Sturm spielt, das müsste man Hohlenstein fragen. Das ist eher eine Frau für die Defensive. Oh, gut gelesen hier von Di Gaetano. Daya Di Gaetano stürmte da in den freien Raum. Probiert es jetzt nochmals. Martin. Aber sie können hier den Ball abknüpfen. Demirayak und Rafino. Doch mit vereinten Kräften hat Wiel das Spielgeschehen wieder unter Kontrolle. Martin mit Scherer, Nicole Scherer macht etwas Bodengut, aber dann startet sie vom Abseits aus. Lemmler, das hätte sie besser wissen sollen. Naja, Abseits ist das, was ihr seht, das, was ihr hört. Vergesst nicht, uns zu abonnieren hier auf YouTube, aber auch auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, auf Soundcloud und auf Spotify. Wir sind das Zuhause des Frauenfußballs in der Schweiz. Ball gibt es keine, deshalb geht alles ein bisschen länger. Eigenmann muss sich den Ball holen. Eigenmann sucht die Mitspielerinnen. Mijovic lässt gut klatschen, Bradke. Aber Di Gaetano läuft wieder in den freien Raum, macht das sehr gut. Sehr gekonnt, schnell gespielt. Jetzt die Chance. Auf der anderen Seite für Hug, aber das macht Gechter gekannt. Lea Gechter. Ja, das ist ein Problem mit diesen Bällen, die hinter das Tor oder neben das Tor gehen. Da müsste jemand stehen. Viele verlorene Zeit, wenn Eigenmann jedes Mal dann den Ball holen muss. Eigenmann suchte wieder Mijovic. Aber sie haben den Ball geholt. Rafino lanciert Demirayak. Nein, Gechter ist es. Die Flanke kommt, aber ohne Probleme geklärt von Lina Widmer. Der FC Wiel ist nicht nur Aufsteiger in die Nationalliga B, sie sind auch Sieger der Erstligasaison. Sie haben im Duell der zwei Erstligasieger, es gibt ja zwei Gruppen in der ersten Liga, da hat Wiel gewonnen gegen Walperswil, das Ganze live bei uns. O'Neill legt ab, Hug hat die Chance, Hug im Strafraum, Hug aber da geklärt von Eigenmann. Schauen wir uns das Ganze noch aus einem anderen Winkel an und dann noch in der Zeitlupe. Hier die Chance, aber Eigenmann ohne Probleme.
Der Einwurf kommt. Aber sehr gut gearbeitet von Bügler. Bügler macht sogar noch ein paar Meter gut beim Einwurf, spielt mit Vono. Aber Vono muss zurückspielen zu Eigenmann. Eigenmann wird bedrängt, aber es klappt. Sie kann den Ball weghauen. Scherer hat Zeit. Nadine Scherer. O'Neill lässt sich fallen, um das Spiel abzuholen. Lana O'Neill. O'Neill. Amerikanerin, aus New York stammend, kam in die Schweiz, um für Lugano zu spielen, hat das auch 2,5 Saisons gemacht. Dann wechselte sie zu Benfica Lissabon, dann zum FC Zürich Frauen und jetzt ist sie also hier in Wiel. Das ist auch ihre Heimatstadt. O'Neill verheiratet mit Jan Breitenmoser, dem technischen Leiter der FC Wiel, des FC Wiel, also der Herren. Alana O'Neill war sehr nah dran, mal Meisterin zu werden mit dem FC, mit Meisterin wurde sie sogar jetzt mit dem FC Zürich offiziell, auch Cupsiegerin. Auch wenn sie an der Cup-Zeremonie nicht teilnehmen durfte. Das ist eine Entscheidung, die wahrscheinlich nicht von hier aus kam. O'Neill wurde Meisterin mit Zürich, aber war nah dran mit Lugano zweimal. Oh, sehr schön gemacht, aber dann kein Problem. Hier noch aus dem anderen Winkel. Wie Studer in den Strafraum bricht, aber dann den Ball nicht aufs Tor bekommt. Hier noch die Zeitlupe. Elli Graf. Aber gut geklärt, sehr, sehr sauber von Celina Hoddle. Alana O'Neill, Elli Graf, aber Rafino macht das gut. Rafino lässt sie da nicht zur Ruhe kommen. Schnell ausgeführt hier von Captain Steinmann. Tiefe gesucht, aber Vono hat alles im Griff. Graf kommt nochmals. Der Ball im Strafraum, Hug. Hug kann ihn nicht kontrollieren. Ah, schade, schade, schade. Und jetzt müsste Studer ihn klären, aber sie kommen nur bis Elli Graf. Graf mit Di Gaetano. Sie müssen zurückspielen über Scherer. Lemmler, Graf verschafft sich etwas Platz. Graf nochmals. Aber sie bekommen den Ball nicht aufs Tor. Schade, schade, schade. Mijović. Alleine, auf offener Flur, Mijović, Mijović, macht das gut, Verstärkung ist da, sie spielt raus zu Demirajak, aber dann ein schlechter Ball. Celine Bredke war mitgelaufen, Celine Bredke, die von St. Gallen kommt, aus einer längeren Verletzungspause, sich dann unter Marisa Wunderlin nicht hat
behaupten können, Selin Bredke. Hat auch noch ein Auslandsjahr nach der Verletzung hingelegt, wie mir gerade gesagt wird. Selin Bredke. Bei St. Gallen immer nur so Ergänzungsspielerin, auch schon unter Marco Zwissig, nicht immer gesetzt. Aber hier macht sie einen guten Eindruck in den ersten paar Minuten. Vono spielt mit Eigenmann. Lemmler macht nicht genug Druck für den Trainer. Mijović holt wieder den Ball. Uff, aber dann kann sie ihn nicht abgeben. Mijović zu Vono. Uff, misslungen. Der Doppelpass versucht von Alice Vono. Di Gaetano mit dem Einwurf. Findet Hug im Strafraum, die legt ab. Lemmler kann den Ball nicht behaupten, wird gut getrennt davon. Uff, hohes Bein von Mijović. Trifft dann auch noch Steinemann im Gesicht. Aber kein Problem. Nichts ist passiert. Scherer braucht lange. Jetzt mit einem, ja, desaströsen Fehlpass, muss man hier auch sagen. Fehlpass hier. Raffino legt ab. Mijović stand leicht im Abseits. Aber es gibt trotzdem keine Gefahr. Oder doch? Nein, Sprecher hat alles im Griff, Marina Sprecher. Graf hat jetzt etwas Platz. Elli Graf zündet den Turbo, aber da kommt sie auch schon angelaufen, Studer, um sie zu stören. O'Neill hat den Ball, schießt nicht. O'Neill nochmals, O'Neill probiert es jetzt und Parade hier. O'Neill mit der Chance. Schauen wir es uns auch noch in der Zeitlupe an. Alana O'Neill mit einem, mit zwei Haken und dann, aber ist sie da. Mijović sucht die Schnelligkeit von Bügler. Bügler ist durch. Bügler bringt die Flanke, aber da ist niemand. Oh, schade. Schade, schade. Bügler bringt die Flanke, eigentlich nicht schlecht, gute Spielverlagerung. Vince Domo weiß, was er macht. Der Trainer von Schlieren. Die Taktik mit Mijović, die sich fallen lässt und dann Platz für die Flügel schafft. Nur in diesem Fall hat es nicht gerade geklappt. O'Neill, Alana O'Neill legt ab, Chance über die Flügel zu kommen, aber sie lassen sich gleich wieder den Weg zumachen. Lea Gechter blockt da sehr gut. Da hat sie wenig aus ihrem Platz gemacht. Jasmin, nicht Frick war, sondern wahrscheinlich Widmer über rechts.
Wittmer bekommt jetzt auch Chance für einen Eckball. 25 Minuten gespielt. Wiel mit leichten Vorteilen, aber keinen echten Abschlüssen außer diesem von O'Neill. Jetzt nochmals O'Neill, lässt mit dem Kopf abprallen, aber Mijović hat alles im Griff. Und geklärt. Gaia Di Gaetano spielt mit Alana O'Neill. O'Neill versucht dich zu drehen. Schafft es auch, aber behält den Ball dann nicht im Spiel. Nina Suter hatte sie da gut abgedrängt. Viel Druck hier von Wiel. Sie stehen hoch. Und Schlieren hat Mühe beim Spielaufbau. Bürgler. Geblockt. O'Neill und sie geht zu Boden. Lemmler und bekommt sogar noch den Freistoß. Hier die Szene, dafür gibt es einen Freistoß. Steinemann probiert Di Gaetano mit einem wilden Lauf. Steinemann an den zweiten Pfosten, da taucht sie auf, Hug, und dann wäre fast noch Frick dazu aufgetaucht. Hier sieht man es nicht mehr. Gehen wir zum anderen Replay. Hier sieht man es schön in der Zeitlupe. Hug verpasst und Frick dann auch. Schade, schade, schade. Keine Heile hier bei der Ausführung der Standardsituation. Oh, Frick holt sich den Ball gut. Lanciert Hug. Hug. Hug ist durch. Hug bringt die Flanke, aber dann Vono ohne Probleme. Sehr gut gemacht, sehr schön hier. Dann die Flanke misslungen. Der Ball ist weg, deshalb braucht es einen neuen. Anina Eigenmann mit Alice Vono. Bürgler, gefährlich. Studer mit dem Fehlpass. Hug alleine, Hug muss es machen. Hug schafft es nicht. Oh mein Gott, was war denn hier los? Hier der unglaubliche Fehlpass. Und dann, wie kann Hug den Ball nicht aufs Tor bringen? Oh mein Gott, Alice Vono ist eine Heldin. Hier der Abschluss von Aber meine Damen und Herren, hier, wie kann das sein? Studer mit deinem Ach, es wurde wieder gefährlich, Entschuldigung. Schauen wir uns hier nochmal in Ruhe an. Spielaufbau, Vono. Das sind schon zwei gefährliche Pässe.
Dann hier Studer aber, völliger Aussetzer, spielt zu Hug. Aber wie Hug den nicht aufs Tor bekommt und sich von Wono da, gute Tat von Wono, muss man sagen, aber wie Hug den nicht aufs Tor bekommt, das verstehe ich nicht. Mijović am Flügel bringt die Flanke, Demirajaka! Super! Von Sprecher. Hier, Mijović. Aber Sprecher ohne Probleme. Die Gaetano, wird aber geblockt. Freistoß. Vier Schlieren. Nein, Einwurf gibt es sogar. Scherer mit dem Fehlpass. Gut gearbeitet von Nina Suter. Ui, aber Wono dann unkoordiniert. Ups. Ihr seht schon die ganze Zeit nur das Replay, sorry. Ui, gute Chance hier. Da zieht sie ab aus der Distanz. Fabienne Lemmler. Aber der Ball geht übers Tor. Mijović. Oh, Tätlichkeit sieht der Schiedsrichter. Mijović hat das sicherlich nicht extra gemacht. Gelb gibt es trotzdem. Da war der Ellbogen im Gesicht der Gegnerin. Ja, und das ist eine Eigenheit, wenn der Physio halt auch Torhüterin ist. Da eilt halt die Torhüterin nach vorne, um die Spielerin zu pflegen, die da mit dem Ellbogen im Gesicht getroffen wurde. Ich habe nicht ganz gesehen, wer es war. Das war Nicole Scherer, Nadine Scherer. Aber Scherer geht's wieder gut. Eigenmann spielt mit Hodl. Gechter, Hodl. Sprecher. Zeit zum Spielaufbau für Steinemann. Sie findet Frick. Gut, lanciert sie. Hier O'Neill, aber die kann den Ball nicht mitnehmen. Lana O'Neill macht Druck. Kann den Ball aber nicht mitnehmen. O'Neill mit einem guten Spiel bislang. Alana O'Neill, die vom College-Fußball nach Lugano kam, dann zu Benfica Lissabon wechselte. Wono, Gechter,
zu Eigenmann. Uiuiui, da lässt sie den Ball zu weit knallen. Und dann die Chance und das ist der Treffer! Das ist Fabienne Lemmler! Hier, da lässt sie Ninan Suter den Ball zu lange prallen und dann ist er im Tor. Fabienne Lemmler trifft also. Fabienne Lemmler hier, Suter lässt den Ball zu weit prallen und dann Lemmler, Geistesblitz, macht sie das schnell. Man sieht es hier besser, Spielaufbau, Gechter, Eigenmann und dann die Annahmeprobleme hier und sofort ging sie auf die Frau Fabienne Lemmler und macht dann auch das 1:0. Was für ein Treffer von Fabienne Lemmler. Und auf der anderen Seite eine Top-Chance. Sechste Spielminute. Goal für Rüssel FC Wien. Torschützin mit Nummer 24, Fabienne Lemmler. Lemmler also mit dem 1:0 für Wien. Neuer Spielstand FC Wien 1, FC 4:0. Die verdiente Führung, würde ich sagen, an den Spielanteilen gemessen. Oh, gut versucht. Suter probiert es wieder gut zu machen. Und da aus der Distanz, aber perfekt gemacht von der Torhüterin von Sprecher. Schauen wir uns das Ganze nochmals in der Zeitlupe an hier. Gut gespielt, Suter probiert es aus der Drehung, aber Sprecher ist da. Freistoß für Schlieren, das hier noch circa 8 Minuten hat, um mit einem Ausgleich zur Pause zu fahren. Schlieren, die gut in die Saison gestartet sind, 2 Siege, eine Niederlage kann sich sehen lassen. Der FC Schlieren, der sich klar halten will. Oh, O'Neill wird gut lanciert. Sie muss jetzt querlegen. O'Neill mit der Flanke, aber gut gestört von Vono. Da wird nichts raus. Ui, aber sie ist schnell, Geier, die Gaetano, die sich da den Ball holen will. Geier, die Gaetano, aber dann im Duell mit Studer kann sie den Ball nicht behaupten. Alana O'Neill wurde gut in Szene gesetzt. Warum regen Sie sich hier so auf? Weil man den Ball weggeschlagen hat. Er gab auch Gelb. Rafino hat den Ball weggehauen. Das hat dem Schiedsrichter nicht gefallen. Die Gaetano, Graf kontrolliert, Graf legt da, Pug versucht es aus der Drehung, aber kommt nicht wirklich aufs Tor. Hier Graf, dann Hug mit dem Versuch. Wir können es auch hier im Replay nochmal schauen. Wieder probieren sie es und wieder kommen sie nicht an. Aber Wiel-Initiative macht sehr früh Druck. Hat das Spiel des Gegners etwas studiert. Weiß, wo sie stören müssen. Ja, Wiel ist ein guter Aufsteiger.
allgemein die zwei Aufsteiger dieser Saison. Sehr, sehr vielversprechend, der FC Wiel und der FC Biel. Klingen auch fast gleich. Es war noch Walperswil in der ersten Liga. Mittlerweile ist es der FC Biel BN Women. Beides gute Vereine. Beide können öfters im Stadion spielen. Das ist natürlich auch für unsere Live-Übertragungen sehr interessant. Aber auch von der Organisation her, vom Trainerstaff, von allem her, sind beide Vereine wahrscheinlich gut aufgestellt, um sich in der Nationalliga B zu halten. Raffino sucht die Tiefe, aber findet da nur noch Sprecher. Marina Sprecher, die euch wahrscheinlich nicht unbekannt ist, wenn ihr sie seht. Sie war lange Zeit Physiotherapeutin der FC Zürich Frauen oder auch des FC St. Gallen Start damals. Und auch der liechtensteinischen Nationalmannschaft, Marina Sprecher, wird hier fast noch in Bedrängnis gebracht von der eigenen Frau, aber Schlieren kann die Fehlpässe nicht ausnutzen. Gechter, Demirayak. Demirayak aber wird geklärt. Ah, Frick wird zurückgepfiffen. Schade. Es wäre eine 3 gegen 3 Situation, die Frick da am Fuß hatte. Wäre interessant gewesen. Sprecher hält den Ball im Spiel, blockt Damjovic noch. Jetzt muss sie ihn aber loswerden. Einfach mal nach vorne, geklärt von Vono. Gechter. Frick. Frick macht das sehr schön. Graf. Graf. Ah. Nimmt sich zu viel vor. Graf spielt zurück. Das ist Martin. Oh, die Tiefe schön gesucht von Hug, aber Hug hat nicht mehr dran geglaubt. Schade, schade, schade. Hier sehr schön gesehen. Ah, perfekt der Ball von Frick. Schade, hat Hug da nicht dran geglaubt. Bürgler wird schnell bedrängt von Di Gaetano und von Lemmler, aber es geschieht nichts Schlimmeres. Schön gespielt, aber gut geblockt. Jetzt 2 gegen 2 Situation. Was macht Hug draus? Hug flüchtet erstmal von ihren Gegnerinnen. Hug spielt ab. Aber dann verliert Lina Wittmer da den Ball. Schade, schade, schade. Oh, gut gedrückt. Jetzt die Chance mit O'Neill, aber zu wenig genau diese Zuspiele. Schlieren kann mit vereinten Kräften klären, aber nur bis Martin, Carla Martin mit Telly Graf, die spielt zurück. Und dann aber der Fehler von Scherer. Aber kein Problem, Steinemann kann ihn ausbügeln. O'Neill sucht wieder die Tiefe der Mitspielerinnen. Aber Brad geklärt. Carla Martin. Ui, da verheddern sie sich. Da läuft Studer in Martin rein.
Martin etwas unorthodox da, wie sie den Ball behandelt hatte. Mal schauen, wie lange der Schiedsrichter hier noch nachspielen lässt. Viel Grund dafür hat er eigentlich nicht. Und deshalb pfeift er auch gleich ab. Wir gehen in die Pause und wir hören uns in circa 15 Minuten. Der FC Wiel führt dank einem Tor von Fabian Lemmler mit 1:0. Bis gleich. Nein, ich habe Schäden. Céline Bradkey, wie du so schön sagst, ist ja auch im Paris-Studium gewesen. Dort gibt es die Paris-Universität. Ach so. Und hat den Pariser Cup gewonnen. Sogar noch Assist und Goal gemacht. Siehst du? Im Finale. Jetzt darf der FC St. Gallen nicht darüber berichten. Kaffee, wenn es geht. Danke vielmals. Das ist so super, wir kommen zu dir. Merci, merci. Oder? Meinst du als Fachmann? Als Fachmann? Ja. Sie müssen aus dem eigenen Hälfte rauskommen, Verteidigung starten. Sie müssen höher stehen, weil das sind schnelle Spitzen mit Fabian Lemmler und ähnlich, oder? Und sie müssen die Aufbau machen. Sie müssen den Ball beherrschen. Beherrschen den Ball nicht. Also das ist gut. Ich kann sagen, das ist ein eigener Fehler. Alles ein eigener Fehler. Auch wir haben ein Bier versprochen. Da gehst du zum Kosten. Habt ihr noch Bier? Kannst du es korrigieren in der Pause? Ich kann nicht, ich kann nicht. Weißt du, ich bin in Paris mit mir erlebt. Ja. Ich schlafe da nicht viel. Ich schlafe da nicht viel. Aber wie siehst du es? Du bist an eurer Klasse gleich, oder? Ja. Ich habe einfach ein wenig Lust zu dir. Ja. Du hast zweimal die Schlüssel oder den Fehler gemacht. Ich weiß nicht mal, gell? Ja. Die machen es. Zu wenig schnell hin und raus. Ja, ja, eben. Das ist ja, und nicht präzise. Ja. Du hast du den letzten Woche super aufgearbeitet gemacht. Super, wirklich genial. Da ja, wäre es da, ist null oder nicht null. Die Kirche hat 4 oder 5 Null, oder? 5-0, mit Lugano hat es aber noch wirklich super hin und raus gespielt. Ja. Jetzt ist nichts. Ganz anders. Das sind Glücksschüsse von dem Führer. Ich habe mir das jetzt wenn testen. Oder erst, weißt du, wenn ich das Zeug zu mir heimkomme, ist das nicht so gut. Das ist im Prinzip, wenn er mit seinem Signal kommt, kommt das hier da rein, dann kann ich nachher 1:1 Das geht nicht. Aber jetzt habe ich das über den SDI abonniert. Ja, es ist einfach so klein. Ah, da hat es das Loop gehabt. Du kannst einfach schnell hier drin stehen. Du bist nicht gedrängt, du kaufst das, du hast keine Zeit. Einer spendiert mir das Kabel. Ja, super geil, der macht das. Ja. Dann tue ich einfach die Kabel runter und dann steckst du mir einfach in. Ja, ist gut. Thank you.
kommen wir zum Spielerpatronat. Dort wird unser Andrea für die unterstützte Mitunternehmung AG, die Liga Steiermann von Sitzplatz.ch, Freigarten Bergamo, BEC Juno AG, Böhmi, der Börmischen Karriere, der Ort, der Börmischen Karriere, der Börmischen Karriere, der Börmischen Karriere, der Börmischen Karriere, der Schaltmann, mit dem Burau AG, Nadelkorn, das Projekt 7 AG, Anfang des Jahres der Bücher Hochrechnung AG, und vorher noch der GmbH Marx AG, das ist der RJB Treuhand GmbH, der Fabra Fisch, der Bücher von Hof, der Rina Hohenstein, der Bifisch GmbH, und mir, Broadcast Service, Julian Schäfer von der Bühnenstadt Reisen AG, Fabian Huck, der unterstützt vom Speedstore in Wien, Nathan Scherer von der Zementwarenscherer AG, Ilian Graf, der unterstützt aus der Bello, Stefanie Kuska, der unterstützt von der Baumgarten von der Leitschek, der Marina Sprecher, der unterstützt von der AO Stock AG, Jasmin Gerban, du unterstützt von der Kesselei Gerban. André, kannst du schnell. Und Fabian Mellor, Sieber, du unterstützt von der Kieferstätigung. Ja, Herr Kühl, Max Heller. Oh, Finschalter. Ja, mach ich. Marcia Hüttenberger, du unterstützt von Auto Lamp AG. Dann kommen wir zum Trainerteam. Dort wird der Kollege Müllerstein unterstützt von Kind AG. Meine Damen und Herren, wir sind zurück hier in
Wiel. Es steht weiterhin 1-0. Die zweite Halbzeit hat gestartet. Ihr müsst natürlich immer entschuldigen, wir haben hier ein Test-Setup mit zwei Kameras. Das geht halt, das braucht etwas mehr Aufmerksamkeit von mir. Regie, Kommentar und alles zusammen wird halt etwas heikel. Chance, aber gut geklärt in erster Instanz von Scherer und dann haut ihn Lena Wittmer weg. Schlieren wird natürlich schnell hier das Tor suchen. Denn Schlieren will natürlich nicht gegen den Aufsteiger verlieren. 6 von 9 möglichen Punkten haben sie schon. Liese, Studer, Studer, aber was für ein Tackling von Carla Martin, nein, von Steinemann. Steinemann, perfektes Timing. Ich danke noch Herrn Hug für den Kaffee. Bin ich ihm sehr verbunden. Ist nicht selbstverständlich, dass mir jemand einen Kaffee offeriert. Ich danke. Flanke kommt, abgewehrt, ah, niemand da um zu erben, schade, schade, schade. Hier die Flanke, sie kommt gut und dann, ah, wäre da jemand aus dem Rückhalt gekommen. Das hätte es sein können, das 2-0 für Wiel. Schade, schade, schade. Wieder kommt die Flanke von Wittmer und wieder. Ist aber dieses Mal ist Sprecher, ist nicht Sprecher, sondern Eigenmann zur Stelle. Gut gemacht. Da am Flügel von Gaia Di Gaetano war es, glaube ich, die da die Gegnerinnen nicht in Fahrt kommen lässt. Uiuiui, gefährlich dieser Ball. Schon wieder ist es sie, schon wieder ist es Nina Suter, die auch schon das 1-0 mit verschuldet hat. Gefährlich, gefährlich. Nina Suter, die an der Seite von Celine Bradke spielt, die von St. Gallen kommt, wie ich mich in der Pause habe aufklären lassen. Bradke war nicht nur lange verletzt, sie hat dann auch noch ein Auslandsjahr in Paris hingelegt und hat für die Universitätsmannschaft der Uni Paris, nicht der Sorbonne, nehme ich an, der Uni Paris hat sie sogar noch die Meisterschaft gewonnen mit einem Assist und einem Tor. Celine Bradke. War also fleißig in der Zeit, in der sie nicht für St. Gallen spielte. Dennoch machen wir uns nicht vor, Bradke hätte sicherlich nichts dagegen gehabt, weiterhin im Team von Marisa Wunderlin zu spielen. Und Marisa Wunderlin hätte wahrscheinlich Bradke auch nicht so schnell aus der Hand gegeben, hätte sie gewusst, dass sie so viele verletzte Spielerinnen haben wird. Ball ist noch nicht draußen, jetzt aber Demirayak bremst rechtzeitig ab. Martin mit dem langen Einwurf.
aber geklärt vom Gächter. Martin spielt dafür Hug, aber gut geklärt, gut gearbeitet von Hodel war das, glaube ich. Macht es sehr gut. Freistoß für Anina Eigenmann. Ja, und wenn ihr fragt, warum die Lichtunterschiede, die Hauptkamera, die ist hier in einem Lichtloch, praktisch schon in Hades Hölle. So dunkel ist es da, wo die Hauptkamera ist, deshalb wenig Licht. Und wo wir die zweite Kamera platziert haben, da kommen gleich zwei Lichter zusammen. Chance! Oh nein, 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 nein! Das wurde gefährlich! Der Sprecher und die Gaetano haben sich da nicht verstanden. Und plötzlich wurde es ganz, ganz gefährlich, wie ihr hier seht. Hier das Replay. Ach. Es war kein guter Moment, ein Replay einzuschalten. Entschuldigung. Und auf der anderen Seite wird es gefährlich, aber ohne Probleme. Hier die Flanke. Sie kommt nicht richtig und deshalb können sie klären. Die Frauen aus der Heimmannschaft. Hier nochmal aus einem Mann aus dem verlangsamten Winkel. Die Flanke kommt, aber sie klären da gemeinsam die Schliererinnen. Und es wird Druck gemacht. Während Vincenzo seinen ersten Wechsel vorbereitet. Antje Notter kommt ins Spiel. Bredke bleibt da, etwas Schmerz, nein, Mijovic bleibt da mit einem etwas schmerzverzogenen Gesicht. Nina Suter legt sich den Ball. Standards könnten natürlich die Eintrittskarte zum Ausgleich sein für Schlieren. Der Ball, die Mauer etwas weit weg, finde ich, okay. Suter probiert es direkt, aber kein Problem für Sprecher. Hier noch aus dem anderen Winkel. Suter probiert es direkt. Und es gibt den ersten Wechsel. Habe ich mich vertan?
Das ist Carla Martin, die geht. Und für sie kommt neu ins Spiel mit der Nummer 10. Nadine Kuhn. Ui, was für ein Treffer! Wow! Was für ein Tor! Was für ein Tor von Rafino! Alessia Rafino! Was für ein Treffer von Alessia Rafino! Hier hat Platz, haut mit links drauf. Sprecher steht natürlich sehr, sehr falsch. Schauen wir hier, weshalb. Langer Spielaufbau. Ah, natürlich schlecht der Abstoß von Sprecher und dann steht sie falsch. Und Rafino, puh, ein Kollektivfehler also hier. Schade, schade, schade. Aber Alessia Rafino also mit dem Ausgleich, mit dem 1:1. Es gab auch noch den ersten Wechsel. Kuhn kam ins Spiel für Martin. Kuhn für Martin. Und auch Schlieren wechselt. Notta kommt ins Spiel. Ich habe aber nicht gesehen, für wen. Notta für Hodel. Nein, kann nicht sein. Keine Gefahr. Notta für Demirayak, was? Notta ist also im Spiel. Demirayak ging raus. Notta jetzt gleich am Ball, spielt zurück. Und Eigenmann, Notta. Bleibt etwas glücklich im Ballbesitz. Notta. Oh, schön gesehen. Da ist die Tiefe, da ist die Chance für Studer, aber sie ist zur Stelle. Hier der lange Ball. Und sie war zur Stelle. Marina Sprecher. Gefährlich, gefährlich wurde es. 1:1 nach diesem Fehler. Kollektivfehler, muss man sagen, von Marina Sprecher und ihre Abwehr. Da nehme ich auch nicht nur Steinemann in Schuld. Und dann Rafino, die mit Platz und Distanz die Torecke traf. Alessia Rafino, wahrscheinlich sagt man Rafino, wenn man aber den Frauenfußball kennt, denkt man an Megan Rapinoe und dann klingt es plötzlich Rapinoe. Und Wiel muss aufwachen. Die gute Einstellung und Form der ersten Halbzeit ist fast ganz verloren gegangen. Da muss Hohlenstein schauen, wie sein 3-4-3 wieder funktionieren kann. Vinci Duomo hat nämlich sein Team gut darauf eingestellt. Alana O'Neill mit Frick. Ah, sie sucht Widmer. Widmer wird sogar glücklich noch zum Ball gekommen. Aber kommt sogar noch glücklich zum Ball. Und Kuhn spielt zurück. Sprecher. Mit Kuhn. Notta und Mijović machen Druck. Sprecher bringt den Ball gerade noch so weg. Aber nur bis zur Gegenspielerin. Nur bis Nina Suta. Aber
glücklich kommt da Scherer zur Hilfe. Und so wird es nicht gefährlich. Kommt da hier über Hug. Hug ist im Strafraum. Hug, Tor! Das ist es! Das 2:1! Der Treffer für die Heimmannschaft. Ich glaube, es war Fabian Hug. 62 Minuten, Goal für unseren FC Wiel. Torschütze ist mit Nummer 18, Fabian Hug. In diesem Konter hier schön, wie der Ball zu ihr kommt und sie sich dadurch setzt. Eigentlich magistral gegen zwei und die Torhüterin bringt sie den Ball da irgendwie noch an allen Beinen und Händen vorbei. Und es steht 2:1 dank Fabian Hug. Während wieder gewechselt wird hier beim FC Wiel. Fabienne Lemmler geht vom Platz. Ja, und es war wahrscheinlich Karma. Fabian Hugs Vater hat mir einen Kaffee offeriert und dann hat seine Tochter das Tor geschossen. Das ist wahrscheinlich Karma. Der Wechsel noch nachgereicht. Fabian Lemmler geht vom Platz. Corinna Hollenstein kommt. Hollenstein jetzt im Ballbesitz, verliert den Ball aber an Notta. Aber dann das Zuspiel von Notta. Ungenau. Die Gaetano sucht Widmer. Widmer kommt auch an den Ball. Ja, die Flanke, sie ist noch da. Die Chance, sie bleibt offen. Gollenstein ist aber nicht schnell genug. Schade. Hier. Schlieren kann noch klären. Ellie Graf
mit etwas Platz sucht und findet die Mitspielerin. Hug legt ab. Oh, Neil, das müsste das 3-2-1 sein. Super Parade von Eigenmann. Hier. Perfekt, O'Neill, ah, hatte da so viel Platz, Alana O'Neill. Schauen wir es uns auch noch in der Verlangsamung an. O'Neill, ah, zu lange hat sie gebraucht, um diesen Ball zu kontrollieren, Alana O'Neill. Ecke kommt, geklärt in erster Instanz von Hodel. Oh, aber der Ball bleibt hängen für Di Gaetano, die ein gutes Gespür hat, wann sie wohin laufen muss. Di Gaetano spielt zurück. Oh, aber da wird Steinemann etwas überrascht von der Gegenspielerin. Antje Notta und Selina Hodl. Das ist Eigenmann. Suter verteilt das Spiel. Studer. Nein, nicht Studer, sondern Bürgler ist es. Elli Graf. Graf und Frick heute nicht mit so viel Zugriff zum Spiel, wie wir es uns gewohnt sind. Wahrscheinlich auch, weil mit Bradke und Suter zwei gute Gegenspielerinnen da sind. Graf und Frick sonst sehr bemüht, das Spiel zu machen für Wiel. Heute überlassen sie diese Aufgabe auch zum Teil Alana O'Neill, wenn die sich fallen lässt. Langer Ball, gut weitergeleitet, aber da ist dann niemand. Hat sie gut gemeint, Alana O'Neill mit der Nummer 16. Man sieht halt, dass O'Neill lange Profi war. 4 Jahre, ist lange. Kommt aus dem College-Fußball, hat für Lugano das Cup-Finale erreicht. Hat mit Lugano den 2. Platz erreicht, mit Lugano Champions League gespielt gegen Manchester City. Damals, als es noch keine Gruppenphase gab in der Women's Champions League. Dann ging sie zu Benfica Lissabon, hat aber bei Benfica nicht wirklich Fuß gefasst. Benfica war in einer transitorischen Phase, war gerade dran, sich noch mehr dem Profitum hinzugeben, noch höhere Ansprüche zu haben. Da muss man halt ehrlich sagen, hat Alana O'Neill wahrscheinlich das Profil nur am Anfang erfüllt und mit der Zeit dann nicht mehr. Freistoßmöglichkeit, Mijović kann den Ball annehmen, Mijović dreht sich. Ah, und jetzt über Glück bleiben sie im Ballbesitz, aber Wiel kann irgendwie eine weiße Mauer erstellen und da den Abschluss blocken. Doppelwechsel bei Schlieren. Es kommen Crawford und Dietrich. Sie schalten auf 4-4-2. Vom Platz gehen Bradke und Gechter. Sie schalten also auf 4-4-2. Crawford und Dietrich kommen. Gechter und Bradke gehen vom Platz. Bin ich gespannt, wie sich Crawford und Dietrich in dieses Team integrieren. Gut gemacht von Frick, aber dann direkt in die Hände
der Torhüterin. Steinemann. Minuten gespielt. Ich habe nicht vergessen umzuschalten. Es steht 2:1 für Wiel. Suter bringt den Ball in den Strafraum, aber nur für Sprecher. Und Hohlenstein wechselt nochmals. Frick geht raus. Und neu kommt doch nicht Frick. Er wartet noch zu mit dem Wechsel. O'Neill läuft da gut in den Ball. Hodl. Alana O'Neill spielt mit Frick, die immer noch im Spiel ist. Oh, viel Platz jetzt da für Widmer. Widmer zündet den Turbo. Widmer ist im Strafraum. Lina Widmer liegt quer, aber ungenau. Schade, schade, schade. Chance für Wiel mittels eines Freistoßes eine Viertelstunde vor Schluss das 3:1 zu erzielen. Oh, der Ball kommt gut, aber vielleicht zu stark. Nein, zu stark, Entschuldigung. Ich dachte zuerst, der käme gut, aber dann sieht man eigentlich sehr gut, wie der Ball weit über dessen geht.
Rafinho gegen Graf. Aber der Ball jetzt bei Eigenmann. Eigenmann mit Vono. Vono, Studer, Bürgler und O'Neill, die sich da überrumpeln lässt. Chance für Crawford. Crawford bleibt im Ballbesitz. Suter muss sich drehen, sieht aber eine freistehende Mitspielerin. Gechter, die doch nicht ausgewechselt wurde. Wer wurde dann ausgewechselt zusammen? Ah, Vono wurde wahrscheinlich ausgewechselt, ja. Zusammen mit Bradke. Notta macht das gut, Notta an der Grundlinie und geklärt. Schön hier der Doppelpass und dann Notta mit einem kleinen Trick. Bringt die Flanke, aber gut geklärt. Ecke. Der Ball kommt dann den Herzen des Strafraums. Notta mit dem Kopf dran, aber kein Problem für Sprecher hier. Kein Problem. Konter mit Frick. 3 gegen 3 Situation, aber der Ball kommt nicht an. Notta, aber gut geklärt von Kuhn. Lässt da keinen Gegenkonter starten. Studer, Crawford wäre rechts, Crawford wird dann gespielt, aber Steinemann hat alles im Griff. Und jetzt will er wechseln, und zwar gleich dreimal. Kein Herz für mich. Hug, Wittmer. Und Frick gehen alle raus und es kommen neu. Gerner. Gerner, Kaufmann. Und Buschta. Gerner, Kaufmann und Buschta sind also im Spiel. Es gehen Hug, Wittmer und Frick. Nationalliga B Trainer Vice Domino bekommt eine gelbe Karte. Frust gegenüber Schiedsrichtern in der Nationalliga B ist etwas verständlich. Sie sind alleine. Eigentlich müsste schon ein Trio pfeifen in der Nationalliga B. Das ist klar, vom Niveau und vom Tempo her. Aber dann sage ich wieder, die Vereine haben sich dagegen gewehrt, ein Trio zu haben, weil die Kosten zu hoch waren. Ich weiß halt nicht, ob Schlieren involviert war. Wenn Schlieren eines dieser Vereine war, das sich gegen das Trio gewehrt hat, aus Kostengründen, dann muss halt der Trainer von Schlieren auf die Zähne beißen. Das ist halt so. All die Teams, die sich gegen ein Trio entschieden haben in der Nationalliga B, weil sie dachten, es ist zu teuer, all diese Trainer müssen einfach ruhig sein, wenn mal eine Fehlentscheidung fällt. Ich weiß nicht, ob das bei Schlieren der Fall ist, aber ich sage das einfach mal. Oh, die Gaetano mit einem guten Freistoß, aber geklärt. Hier, gut geklärt. Per Kopf. Schauen wir uns das Ganze noch in der Zeitlupe an. Stark mit links, aber da ist die Schlierer Abwehrspielerin zu gut.
Es folgt ein Eckball. Kommt an den ersten Pfosten, verlängert von Graf und dann ist der Ball im Tor! Das ist der Treffer! Das 3:1! Torschützin ist die Frau mit der Nummer 12, wenn ich das richtig gesehen habe. Und zwar Viktoria Gerner. Gehen wir zum Replay. Viktoria Gerner kann auf der Linie den Ball abstauben und sorgt für das 3:1 für Wiel. Viktoria Gerner. Hier Ecke weitergeleitet von Martin. Dann der Abschlussversuch von Kaufmann und Gerner dann. Zwei letzte Spielminuten. Tor für den FC Wiel. Tor zum Standbestand von 3:1. Speaker weiß auch nicht genau, wer Torschützin war. Ich gehe davon aus, dass es Gerner war. Aber auch ich habe heute Mühe, der Bildschirm ist sehr klein. Lemmler und wieder geklärt. Wieder ist es Gechter, wie auch schon vorhin. Die klärt per Kopf. Noch circa 7 Minuten zu spielen und Wiel hat, glaube ich, alles wieder im Griff. Di Gaetano, nicht Lemmler mit den Eckbällen. Di Gaetano. Der Ball kommt jetzt raus. Aber gut, von Schlieren behauptet. Aber nur bis zu Di Gaetano. Sie spielt mit Alana O'Neill. O'Neill ist durch. O'Neill muss die Flanke bringen. Bringt die Flanke. Gechter setzt nach. Gechter. Ah, sie kann nicht abgeben an Kaufmann. Schade. Und jetzt Studer. Sucht, aber findet niemanden. Weder Crawford noch Mijovic laufen da in die Lücke, die Studer hat. Hier. Wieder O'Neill sucht Gerner. Aber geklärt. Gerner, Notta humpelnd. Kann sie den Ball da noch holen, Notta? Und wird dann zurückgepfiffen vom Schiedsrichter. Gaia Di Gaetano legt sich den Ball wieder. Mit dem linken Fuß hat sie bislang sehr gute Flanken reingebracht. Die nächste, sie kommt, aber diesmal sehr schlecht. Kaum hat man sie gelobt. Foul. Schlieren jetzt etwas überfordert mit dem Spiel.
Das Umschalten auf 4-4-2 hat nicht funktioniert. Die Abwesenheit von Selin Bredke gibt denen etwas mehr, gibt Wiel etwas mehr Platz. Eli Graf weiß nicht, was sie da gestikuliert. Der Ball kommt auf jeden Fall in den Strafraum ungeklärt. Chance im Nachfassen für die Nummer 21 für Buschta, aber sie kann den Ball nicht aufs Tor bringen. Schön gespielt. Scherer. Kann den Ball nicht behaupten und dann irgendwie können sie noch klären. Und dann der Abschluss aus der Distanz. Übers Tor. Der Ball ist weit weg, keine Ballmädels hier zur Stelle. Deshalb Eigenmann mit einer kleinen Wanderung. Wieder gefährlich der Spielaufbau, gut der Druck von Wiel. Hollenstein hat das seinem Team super beigebracht, dieses Pressing auf den Spielaufbau der Gegnerinnen. Ball in die Tiefe, Studer, aber wieder geblockt. Und jetzt zu kleinlich gespielt von Buschta. Buschta, gefährlich der Rückpasssprecher, hat zum Glück etwas mehr Puste als Mijovic übrig. Ja, jetzt fehlt etwas Kontrolle im Spiel, auch bei Wiel. Die Bälle werden einfach noch weggehauen. Etwas mehr Zugriff wäre zu wünschen. Aber es geht nur noch 2 Minuten regulär und ich glaube nicht, dass Schlieren noch 2 Tore schießen kann in dieser Zeit. Realistisch gesehen. Meine Damen und Herren, ich erinnere Sie, das heute ist ein Testlauf für uns. Wir zeigen gerne die Nationalliga B, das machen wir öfters. Aber das ist ein Testlauf für das, was am Mittwoch kommt, das Highlight auch meiner Karriere, muss ich sagen. Ein Women's Champions League Spiel, das wir produzieren und übertragen dürfen. Live auf Schaffhausen aus der WeFox Arena, dem ehemaligen Lippo Park. Da ist der FC Zürich Frauen zu Gast und empfängt den SFK 2000 Sarajevo für die zweite Runde, also Hinspiel in der, für das Rückspiel in der zweiten Runde der UEFA Women's Champions League Qualifikation. Zürich gegen Sarajevo, also live bei uns am Mittwochabend auf YouTube. UEFA Women's Champions League auf Abseits. Buschta. Aber der Ball wird geblockt. Eigenmann. Rodel. Raffino. Reguläre Spielzeit ist vorbei. Eigenmann mit dem langen Ball. Crawford. Aber Vorteil gegeben und dann wieder abgepfiffen. Nein, Foul. Hä? Suter bringt den Ball in den Strafraum. Notta läuft, aber kommt nicht an den Ball. Gut geklärt
von Wiel. Suter probiert es nochmal. Suter mit dem Ball. Nina Suter. Alana O'Neill. Fehlpass von O'Neill. Rafino, aber Kuhn ist zur Stelle. Kuhn. Graf. O'Neill. Und Di Gaetano kommt nicht an den Ball. Schlieren probiert nochmal eine letzte Offensive mit der schwer humpelnden Antje Notta. Respekt, dass sie überhaupt nochmal in die Partie kam, so wie sie wahrscheinlich Schmerzen haben muss, wenn sie so humpelt. Rafino probiert es nochmal, aber dieses Mal hat sie keinen Winkel. Rafino ohne Winkel. Geht der Ball weit weg. Zweite Nachspielminute ist angebrochen. Schiedsrichter wird wohl nicht viel länger spielen lassen. Wiel ist souveräner in der ersten Halbzeit. Ist das zu Beginn noch etwas geteilt, doch dann wird Wiel immer besser. Mijovic im Abseits und Abseits, das ist das, was ihr hört, das, was ihr seht. Vergesst nicht, uns zu abonnieren hier auf YouTube, aber auch auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, auf Soundcloud und auf Spotify. Wir sind das wahre Zuhause des Schweizer Frauenfußballs und wir dürfen nächsten Mittwoch für euch den UEFA Women's Champions League Abend gestalten. Live hier auf YouTube zeigen wir euch FC Zürich Frauen gegen SFK 2000 Sarajevo. Ein Highlight für alle, für die FC Zürich Frauen, für Schaffhausen, für Abseits, für mich. UEFA Women's Champions League live auf Abseits. Wir zeigen das Spiel am nächsten Mittwoch. Nächsten Samstag haben wir noch kein Spiel geplant, aber wahrscheinlich folgt eins. Letzter Anlauf, gerne. Busch, da war es, nicht gerne. Die hier den Ball per Kopf nicht aufs Tor bringt. Die Flanke ist gut, aber Busch da. Dritte Nachspielminute ist bald vorbei. Schiedsrichter also großzügig mit Nachspielzeit. Kaufmann, Kuhn und der Schiedsrichter pfeift ab. Das Spiel ist vorbei. Wie gesagt, zu Beginn des Spiels noch etwas geteilt, doch dann hat Wiel die Kontrolle übernommen, ging verdient mit 1:0 zur Pause. In der zweiten Halbzeit hat Schlieren besser begonnen, den Ausgleich erzielt, das 1:1. Doch dann hat Wiel wieder mehr Zugriff zum Spiel gehabt. Nach dem 2:1 waren sie wieder spielangebende Mannschaft. Der Wechsel auf 4:4:2 für Schlieren hat nicht gezogen und deshalb konnte Wiel dann auch noch das dritte Tor schießen. Sie haben gewonnen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wie gesagt, nächste Woche am Mittwoch 19.30 Uhr live UEFA Women's Champions League hier auf Abseits. FC Zürich Frauen gegen SFK Sarajevo. Die Entscheidung in der Qualifikation für die Gruppenphase der Women's Champions League. Das zeigen wir euch am Mittwoch. Alles andere erfährt ihr, wenn ihr uns abonniert, hier auf YouTube, aber auch auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, auf Soundcloud und auf Spotify. Wir schauen hier uns noch das Tor an von Gerner. Die Schliererinnen wollten einen Abseits, aber das war nicht korrekt. Oh doch, wahrscheinlich hätten sie sogar recht. Viktoria Gerner trifft und deshalb stand es dann 3:0. Also, das war's jetzt definitiv von uns. Wir verabschieden uns. Vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube, auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, auf Soundcloud und auf Spotify. Mittwoch UEFA Women's Champions League und dann sehen wir uns wieder. Besten Dank und auf Wiedersehen. Tschüss zusammen.